Ich heiße Christian Daniel und wir machen hier auf dem Chaos-Kongress eine Übertragung der Vorträge über DVB-T. Das Problem war ja bisher, dass hin und wieder die Säle völlig überfüllt waren. Und da haben wir uns eben gedacht, einen Fernsehsender zu betreiben ist inzwischen auch nicht mehr so ein großes Problem. Und deswegen haben wir das eben als Hacking-Projekt angefangen. Das hier ist im Prinzip der Encoder. Da gehen hinten dreimal die Bilder aus den drei Vortragssälen rein und werden hier digitalisiert und kodiert. Und über das gelbe Kabel geht es dann zum eigentlichen Sender. Der hängt in der Mitte des Gebäudes in dem großen Raum an der Decke und versorgt im Prinzip das ganze Gebäude hier. Die Signale kommen woher? Die kommen von den drei Kameras und da ist ein Bildmischer. Genau, die FEM-Leute, also die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien, TU Ilmenau, die produzieren hier das Videobild und zeichnen alle Vorträge auf. Die sorgen auch dafür, dass die Vorträge im Internet runterladbar sind und die liefern uns das produzierte Bild an, was wir dann kodieren und senden. Das ist auch gleichzeitig das Bild, das dann im Internet übertragen wird? Das ist im Prinzip das gleiche Bild, das kommt von der gleichen Quelle. Im Internet wird es noch ein bisschen geschnitten, vorne und hinten. Wir senden einfach kontinuierlich durch. Also der Bildmischer, der da dazwischen ist, läuft bei uns einfach durch. Während im Internet sind die Vorträge schön portioniert, abrufbar. Das ist ein ganz normales DVB-T-Signal, ist zu empfangen mit einem ganz normalen DVB-T-Stick am Laptop oder sowas. Oder mit so einem kleinen tragbaren Fernseherchen geht das auch ganz gut. Also das hier ist das DVB-T-Signal, was wir senden. Das ist eine technische Ansicht. Da kann der Ingenieur praktisch die Qualität des Signals beurteilen und sehen, ob der Sender gut funktioniert. Und wenn man da dann den Inhalt anguckt, das geht hier mit dem Messgerät auch, dann kann man hier relativ einfach zum Beispiel das Programm aus dem Saal 1 sehen, den Vortrag, der da gerade läuft. Da ist der Sprecher. Wir haben auch schon einen Bericht, dass hier die Nachbarn auch am Chaos-Kongress teilnehmen und in ihrem Wohnzimmer hier im Umkreis in den Plattenbauten das Bild auch gut empfangen können und da im Prinzip Kongressteilnehmer sind.